Also Grammatik VTRS. Die Grammatik besteht aus Regeln. P ist aus V vereinigt T gesternt. V vereinigt T gesternt. Und Q ist irgendein Element aus V vereinigt T und das Ganze gesternt. Und jetzt unterscheiden wir unterschiedliche Grammatiktypen und damit jetzt irgendwann auch Sprachklassen. Ja, wir hatten ja schon Sprachklassen kennengelernt, beispielsweise die Menge aller Sprachen, die von endlichen Automaten akzeptiert wird. Ja, die Menge aller Sprachen, die von nicht-deterministischen Automaten akzeptiert wird. Das ist eine Sprachklasse. Und genauso kann man mit solchen Grammatiken Sprachklassen definieren. Da gibt es auch einen Zusammenhang mit den Automaten. Und wir unterscheiden die folgenden Grammatiktypen. Wir haben einmal die rechtslineare Grammatik, auch als Typ 3 bezeichnet. Und die sieht wie folgt aus. Für alle P, Q aus R. Ja, also für alle Regeln, ich schreibe jetzt so einfach eine Regel hin, für alle Regeln P geht über nach Q. Aus der Menge der Regeln gilt das folgende, dass nämlich P ein Element aus V ist und Q ist ein Element aus T Stern vereinigt T plus V. Regeln können beispielsweise so aussehen, links steht immer eine einzige Variable und rechts kann entweder eine ganze Zeichenkette stehen, A, B, C. Oder rechts kann was stehen, A, B, C, D. Das wäre das hier. Wenn auf der rechten Seite nur ein terminales Wort steht, dann heißt das, dass Q ist ein Element aus T Stern. Oder wenn rechts ein Wort steht, bestehend aus terminalen Zeichen und Variablen, dann ist nur zulässig, dass eine beliebige Anzahl von Variablen kommt, mindestens eine, da sagt das Plus hier oben, können aber auch beliebig viele sein, in diesem Fall sind es 3 Stück, und dann genau eine Variable, rechtslinear. Die Variable steht immer ganz rechts. Es gibt auch linkslineare Grammatiken, da steht die Variable auf der linken Seite, die sind äquivalent, ich kann die ineinander überführen. Also rechtslineare Grammatiken sind immer so aufgebaut. Dann haben wir als nächstes die kontextfreien Grammatiken, auch als Typ 2 bezeichnet. Für alle P, Q aus R gilt das folgende, dass P ist ebenfalls ein Element aus V, das heißt auf der linken Seite einer kontextfreien Grammatik steht immer eine einzige Variable und rechts steht irgendwas aus V vereinigt T gesternt. Könnte jetzt eine Regel so aussehen, links immer eine einzelne Variable, das sagt P aus V, und rechts kann irgendwas stehen, V vereinigt T und das Ganze gesternt, das heißt beliebig viele Zeichen und dabei ist es egal, ob wir Variablen haben oder terminale Zeichen. Kontextfrei heißt in diesem Zusammenhang, dass wir hier auf der linken Seite eine einzelne Variable haben und unabhängig davon, was im Laufe einer Ableitung rechts und links von dieser Variable steht, wir können das S-fach ersetzen. Dann gibt es die kontextsensitiven Grammatiken. Also, für alle Regeln gilt, auf der linken Seite, da steht mindestens eine Variable und links und rechts davon kann irgendwas stehen. Hier mit UV. Dieses UV, das kann irgendwas sein. V vereinigt T gesternt. Das kann also irgendeine Zeichenkette sein, beliebig zusammengesetzt aus Variablen und terminalen Zeichen. Wir haben mindestens eine Variable, das ist dieses große A hier. Und rechts davon kann auch wieder irgendwas Beliebiges stehen. Auf der rechten Seite, das ist wichtig, das U, was wir hier auf der linken Seite stehen haben, das kommt hier auch wieder vor. Das V, was wir auf der linken Seite stehen haben, kommt hier auch wieder vor. Und das A wird im Kontext von UV, darum kontextsensitiv, wird das überführt in das Alpha hier. Das Alpha hat mindestens die Länge 1. Der Kontext hier, dieses U und V, das bleibt halt erhalten. Und dann wird das A ersetzt, nur genau in diesem Kontext, durch das Alpha. Wir gucken uns noch einen weiteren Grammatiktyp an. Und zwar sind das die beschränkten Grammatiken. Und wie wir später sehen werden, können wir die auch mit Typ 1 bezeichnen. Wir werden später zeigen, dass die beschränkten Grammatiken darstellbar sind durch kontextsensitive Grammatiken und umgekehrt. Und vom Typ her sind die noch ein bisschen einfacher. Für alle Regeln P geht über nach Q aus R gilt das folgende. Die linke Seite ist kleiner als die rechte Seite. Und dazu gebe ich jetzt ein Beispiel an, und zwar die folgende Grammatik. Als erstes machen wir die Regel S geht über nach A, B, C. S geht über nach A, X1, B, C. Und jetzt ein Beispiel für so eine Regel, wo wir auf der linken Seite nicht nur ein Zeichen stehen haben, sondern zwei beispielsweise. Und zwar ersetzen wir x1b, ersetzen wir durch bx1. x1c ersetzen wir durch x2bcc. Ich mache gleich mal eine Ableitung damit und dann sehen Sie auch, wofür das alles gut ist. bx2 wird überführt nach x2b, ax2 nach aa und ax2 geht über nach aax1. Also, das ist eine Grammatik,
Die erzeugte Sprache A hoch N, B hoch N, C hoch N. Sowas kriege ich mit den ganz einfachen Grammatiken, 16 Jahre Grammatik kriege ich das nicht hin. Ich muss da irgendwie ja kontrollieren, dass wenn ich ein A erzeuge, dass ich auch passend viele Bs und Cs erzeuge. Machen wir mal die Ableitung, S geht über nach A, X1, B, C. So, und dieses X1, das ist im Prinzip eine Laufvariable. Da laufen wir jetzt durch das Wort. Das wird noch deutlicher, wenn ich gleich jeweils zwei Symbole von jedem Zeichen habe. Nur in dem Kontext, dass rechts von dem X1 ein B steht, kann ich diese Regel 3 anwenden. Ja. Also beispielsweise durch Anwendung der Regel 3 kann ich daraus machen A, B, X1, C. Ich habe einfach hier an dieser Stelle erstmal nur das X1 und das B vertauscht. So, und wenn ich jetzt das X1, C habe, Anwendung der Regel 4, dann kann ich weitere Zeichen erzeugen. Und was ich jetzt mache, ich ersetze X1C durch das, was hier steht. A, B bleibt stehen. X1C wird ersetzt durch X2, B, C, C. In dem X2 ist jetzt quasi gespeichert. Wir haben ein neues C erzeugt und auch ein neues B. Und jetzt laufen wir zurück und wissen, wir müssen jetzt noch ein A erzeugen. Sonst haut das mit der Anzahl hier nicht hin. Zum Zurücklaufen wird die Regel 5 verwendet. Ja, die Regel 5 besagt, dass wir aus einem BX2, da wird raus AX2B, ja, sozusagen dieses BX2 wird jetzt ersetzt durch X2B. Der Teil hier hinten, der bleibt einfach. Jetzt kann ich überlegen, ob ich mit der Regel 6 die Ableitung beenden möchte oder ob ich sozusagen ein weiteres Zeichen erzeuge. Ich wende jetzt mal Regel 7 an. AX2 ersetze also das hier vorne. AX2 wird ersetzt durch AA und dann kommt ein X1. Und wir haben jetzt BB und CC. Jetzt haben wir wieder gleich viele As, Bs und Cs. Jetzt laufe ich wieder mit dem X1 bis ans Ende der Bs. Wenn ich auf ein C treffe, kann ich ein neues C erzeugen und dann muss ich wieder zurücklaufen, um weiteres A zu erzeugen. Durch zweifache Anwendung der Regel 3. Das heißt, da oben kommt ein Sternchen dran. Dann haben wir erzeugt A, A, B, B, X, 1, C, C. Jetzt kann ich die Regel 4 anwenden. Regel 4, da schreibe ich jetzt ein zusätzliches C, ein zusätzliches B. Das heißt, wir haben dann da stehen A, A, B, B. Und wir haben stehen da ein X, 2, B, C, C. Und ein abschließendes C müssen wir reinbringen. Wir haben drei Cs, drei Bs. Uns fehlt jetzt noch ein A. Jetzt laufen wir wieder mit dem X, 2 nach links. Um dann das fehlende A zu erzeugen, das machen wir auch mit der Regel 5. Machen wir auch zweimal. Dann stehen wir an dieser Stelle A, A, X, 2. Wir haben drei Bs. 3 Cs. Und jetzt hören wir auf. Ich wende jetzt noch einmal die Regel 6 an. Und mit Regel 6 lasse ich das X2, das große X2, die Variable verschwinden, erzeuge aus dem AX2 einfach 2a. Das heißt, das führende a, dieses hier, das bleibt. Und aus dem AX2 werden zwei kleine a's. Wir haben drei kleine b's, drei kleine c's und wir haben das Wort a hoch 3, b hoch 3, c hoch 3. Beispiel für eine beschränkte Grammatik. Beschränkt deswegen, weil die linke Seite immer kleiner ist als die rechte Seite. Hier haben wir ein Zeichen, drei Zeichen, ein Zeichen, vier Zeichen, zwei Zeichen, kleiner gleich, muss es immer sein. Zwei Zeichen, vier Zeichen und so weiter. Es ist keine kontextsensitive Grammatik. Kontextsensitiv ist es immer dann, wenn ich eine Variable habe, die in einem gewissen Kontext steht, also hier angedeutet durch UV, und das UV auch so bleibt und nur das A ersetzt wird durch das Alpha. Beispielsweise die Regel 3 oder die Regel 5. Das sind keine kontextsensitiven Regeln. Ja, wir haben hier sozusagen der linke Kontext, links von dem X1 steht nichts, rechts davon steht ein B und das ändert sich hier. Das ist keine kontextsensitive Regel. Kontextsensitive Regeln kürze ich typischerweise mit CS ab. Das ist auch nicht CS. 7 wäre eine kontextsensitive Regel, 6 wäre eine kontextsensitive Regel und die wäre auch kontextsensitiv 4. Also jetzt haben wir kennengelernt die rechtslineare Grammatik Typ 3, die kontextfreie Grammatik Typ 2, kontextsensitiv oder beschränkt, sind identisch, beide Typ 1 und dann gibt es noch Typ 0, das sind die unbeschränkten Grammatiken. Bei den unbeschränkten Grammatiken, wie der Name schon sagt, gilt für alle Regeln, dass es an P und Q halt keinerlei Beschränkungen gibt. Wichtig ist aber, es gibt eine Grammatik, um die Sprache entsprechend zu erzeugen. Es gibt einen Zusammenhang zwischen diesen Sprachklassen. Das ist die sogenannte Chomsky-Hierarchie. Die sieht wie folgt aus. Ich schreibe das meistens mit so einem geschwungenen L. So, es ergibt den folgenden Zusammenhang. Dieser Index, der hier unten dran steht, der bezieht sich auf den Index der Typen, die ich hier angegeben habe. Das sind hier Sprachklassen, Mengen von Sprachen. L3. L3 ist die Menge der rechtslinearen Sprachen, auch bezeichnet als rationale oder reguläre Sprachen. Und die Klasse der rationalen Sprachen, das ist die Menge der Sprachen, die ich mit endlichen Automaten akzeptieren kann. Also was wir noch sehen werden, diese Sprachklassen, da gibt es sozusagen immer so zwei abstrakte Modelle. Es gibt immer eine Grammatik, um die Sprache einer bestimmten Sprachklasse zu erzeugen. Und es gibt auch immer einen Automaten, der sozusagen die Sprachen erkennen kann. Bei der Sprachklasse L3 sind das die deterministischen endlichen Automaten oder halt auch die nicht deterministischen endlichen Automaten oder die Epsilon-NDE.
Und wir haben auf der anderen Seite die rechtslinearen Grammatik. Das heißt, L3 ist die Menge der Sprachen, die ich entweder mit einer rechtslinearen Grammatik erzeugen kann. Es darf also links nur eine Variable vorkommen, rechts darf eine beliebige Folge von Terminals kommen mit höchstens genau einer Variable am rechten Ende. Das ist die Sprachklasse L3. Rationale Sprachen oder rechtslineare Sprachen und wie wir sehen werden, können wir das auch als reguläre Sprachen bezeichnen, weil wir uns gleich mit regulären Ausdrücken beschäftigen werden. Die zweite Sprachklasse, L2, das ist die Sprache, die Menge der Sprachen, für die es eine kontextfreie Grammatik gibt. Und auch da werden wir Automatentypen kennenlernen. Ich schreibe den schon mal dahin, das ist der PDA, der Pushdown-Automat oder auch Keller-Automat. Ja, so ein Stack, wenn Sie einen Stack-Speicher haben. Ja, ich packe oben irgendwie was drauf und kann auch immer nur von oben runternehmen. Da gibt es auch ein Automatenkonzept für Kellerautomaten. Das gleiche bei L1 und L0. Da haben wir hier die kontextsensitiven Grammatiken, CSG. Und auch da gibt es ein Automat. Das wird der linear beschränkte Automat sein. Bei L0 gibt es das genauso. Da gibt es die unbeschränkten Grammatiken. Und es gibt die Turing-Maschine. Also die kontextsensitiven Grammatiken fallen zusammen mit den beschränkten Grammatiken. Also das ist die Chomsky-Hierarchie und es gilt, diese Abhängigkeit, die hier jeweils angegeben ist, von links nach rechts sind die Sprachklassen jeweils in der anderen enthalten. Die L3-Sprachen sind auch in den L2-Sprachen enthalten. Das kann ich einfach erkennen anhand der Bedingungen, die ich an die Regel stelle. Also die Einschränkungen, die ich an die rechtslinearen Grammatiken stelle. Das ist eine größere Restriktion. Hier sage ich, die rechte Seite einer Regel kann entweder sein T Stern oder T Plus und dann genau ein V. Dieses Ding hier, dieser Ausdruck hier, der ist enthalten in dem Ausdruck. Ja, das ist sozusagen eine allgemeinere Form. Alles das, was ich hier oben mache, ist auch in dem enthalten. Wir haben links eine Variable und rechts kann jetzt hier irgendwas stehen aus V vereinigt T, dann beliebig oft, also mit einem Stern. Und das, also das hier als Menge betrachtet, ist eine Teilmenge von der Menge. Ja, darum ist sozusagen jede rechtslineare Grammatik auch eine kontextfreie Grammatik. Und damit ist auch klar, alles, was ich mit einer rechtslinearen Grammatik erzeugen kann, ja, das kann ich auch als kontextfreie Grammatik interpretieren. Ist also hier enthalten. Und das gleiche setzt sich hier fort. Das ist eine stärkere Einschränkung als das, was wir hier unten haben. Ja, bei den kontextsensitiven Grammatiken, da steht, die linke Seite, das kann U, A, V, also A in dem Kontext von U, V sein. Links könnte aber auch nur eine einzige Variable stehen. Ist nicht verboten hiermit. Ja, also U, V könnte auch leer sein. Also das ist sozusagen eine allgemeinere Form als die hier oben. Alles das, was ich hier beschreiben kann, kann ich auch hier beschreiben. Und insofern ist auch jede kontextfreie Grammatik, lässt sich interpretieren als eine kontextsensitive Grammatik. Ja, und unbeschränkte Grammatiken sind sowieso die Verallgemeinerung von allen drei übrigen Formen. Insofern ist jeweils das Enthaltensein eigentlich relativ klar. Also das Ding nennt sich Chomsky-Hierarchie nach Noam Chomsky. Das wird uns noch ein paar Mal beschäftigen.